Ja, hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal Outdoor Survival Krisenvorsorge. Heute möchte ich euch mal den schon lange versprochenen Überlebensgürtel vorstellen. Das habe ich euch ja gesagt gehabt, dass ich das Video machen werde. Ich wollte es eigentlich draußen machen, aber es ist heute so windig, da würde man nichts verstehen. So, deshalb mache ich es drinnen jetzt. Ja, okay. Fangen wir mal an. So. Ich hoffe, kann das sehen noch so. Ersten Tasche habe ich im Prinzip mein Kompass zur Navigation. Dann habe ich noch ein Multitool. Firma Stanley. Und normalerweise ist hier dann auch noch ein Pfefferspray drin. Genau. Und wie muss ich zweiten Fach ist dann im Prinzip alles, was Trinksystem betrifft. Da haben wir einmal meine Nalgene Trinkflasche in Nierenform. Dazu habe ich hier den Trinkbecher. Im Prinzip als kompaktes System. So, was haben wir dann hier noch in der Tasche drin? Hier haben wir dann noch den Beutel von meinem Wasserfilter, von meinem Säuer-Wasserfilter, Säuer Mini. Ja, befindet sich hier. Des Weiteren habe ich hier dann noch in dem Beutel Mikropor-Tabletten. So, das ist im Prinzip das komplette Trinksystem. Man kann Wasser filtern, Wasser abkochen mit dem Becher, Wasser mitnehmen mit der Flasche. Also im Prinzip autark ein komplettes Trinksystem. Hier dahinter habe ich mein Öcker Bushcraft Survival Messer. Das habe ich euch in einem meiner Videos schon vorgestellt. So, in der nächsten Tasche habe ich jetzt eine Kopflampe. Die hat im Prinzip drei Lichtstufen.
Und dann ist hier noch mein Feuerkit drin. Feuerstahl. Von Light My Fire. Handdesinfektion habe ich hier nochmal drin in Verbindung mit Tampons, kann man die tränken und da geht es noch besser an. Also der Tampon geht schon so als Zunder zu verwenden. Im Notfall dann habe ich hier auch nochmal Streichhölzer mit drin. Habe ich dann mein Medizinkit drin und hier habe ich auch gleichzeitig noch die Pumpe, also die Durchspülspritze für den Sawyer Mini und den Trinkhalm auch noch mit drin. So, hier ist dann mein Medizinkit für den Überlebensgürtel. Binden, Kompressen, Schere, spitze Pinzette, Wunddesinfektion, dann Rettungsdecke, Skalpell, im Prinzip alles, einmal Handschuhe. Alles, was man so braucht und dazugehört, ist hier drin, dass man sich erstmal autark erst versorgen kann. Pflaster, Steri-Strips, hier kommt dann auch noch ein Tourniquet rein. Ja. Ansonsten ist das kein Hexenwerk. Das genau. Ja, Fragen dazu hat. Kann sie mir gerne in die Kommentare schreiben. Das sieht ein bisschen wuchtig aus, aber am Ende so schlimm ist das gar nicht. So, und kommen wir zur letzten Tasche. Hier habe ich zurzeit Notizblock drin und einen Stift. Und hier ist dann auch meistens dann mein Telefon drin, Schlüssel, Geldbörse, je nachdem, was man dann noch rein macht, ist sozusagen dann die Tasche halt, wo man noch zusätzlich was mit reinpacken kann. So, den Gürtel habt ihr ja an mir schon in etlichsten Videos gesehen. Ich habe den jetzt ausgetauscht noch einmal durch einen Gürtel, den habe ich mir im habe ich den geholt, den habe ich mir im Arbeitsbedarf für alles Mögliche geholt. Ist hier gepolstert noch einmal. Kann man einstellen, hat ordentlich einen Verschluss. So. Das war es im Prinzip schon zu dem Überlebensgürtel. Der ist noch nicht ganz vollständig, also bin noch am Überarbeiten, aber das zumindest erst einmal zu dem Stand. Ich wollte euch einfach mal vorstellen. Ja, schreibt mir doch mal eure Meinung zu diesem Gürtel in die Kommentare. Was ihr davon haltet oder wie eure Gürtel aufgebaut sind. Den Gürtel kann ich natürlich nicht ummachen, wenn ich mit dem Rucksack unterwegs bin, weil das Rucksacksystem, also der Beckengurt, würde dann natürlich auf dem ja drauf sitzen und das trägt sich nicht. Ich habe es jetzt immer so gemacht, den
Jo, Lebensgürtel nehme ich natürlich mit, wenn ich auf Touren bin, wenn ich mein Buschkraftlager einrichte und den Rucksack abgestellt habe, mache ich den vom Rucksack ab, den schneide ich um den Rucksack einfach oben drum und da hängt er mit dran und dann mache ich ihn ab und kann mir so ummachen und habe ihn dann dabei und mein Rucksack ist dann extra noch. Okay, ja, so viel dazu. Ist natürlich auch mit dem Backout-Bag jetzt kompatibel, weil die Sachen, die ich hier drin habe, habe ich natürlich in meinem Fluchtrucksack ebenfalls und den Gürtel würde ich dann so mitnehmen, weil B, das ist Quatsch, man braucht seine doppelten Schleppen. Ich habe im Backout-Bag im Prinzip alles drin, was in dem Gürtel hier drin ist und ja, dass man im Prinzip auch autark. Es kann sein, wenn genug Zeit ist, dass ich noch drum schnalle, ja, aber wenn es schnell gehen muss, dann würde ich natürlich nur den Rucksack schnappen und losgehen. Ja. Ja, so viel zu dem Überlebensgürtel. Ich hoffe, der kleine Einblick hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen freuen, der nach oben zeigt natürlich. Und wer meinen Kanal noch nicht hat, auch gerne ein Abonnement für meinen Kanal. Das hilft mir weiter, dass ich auch weitere Videos produziere. Ja, so viel erstmal dazu. In nächster Zeit werde ich meinen Backout-Bag, habe ich euch ja auch schon lange versprochen, mal mit vorstellen. Ich hoffe, das kann ich dann mal draußen tun. Und meine erste Tour wollte ich auch schon machen. Vielleicht habt ihr es schon gesehen. Der Rucksack steht ja schon bereit, wie man hier sehen kann. Ist im Prinzip schon alles dran, Schlafsack. Alles schon vorbereitet für die Tour, wo ich mein Buschkraftlager dann mache. Genau. So. Also, dann soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bleibt vorbereitet. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.